Herzlich willkommen alle. Ich freue mich ja auch immer wieder noch Leute zu sehen, die schon seit Wochen dabei sind. Das ist echt, ja, ist echt ein Geschenk. Ja, heute haben wir unsere fünfte Veranstaltung mit Björn Alpermann zum Thema Xinjiang. Und Björn Alpermann ist Lehrstuhlinhaber für den Lehrstuhl Contemporary China Studies an der Uni Würzburg schon seit, ja, seit knapp 10 Jahren, kann man ja so gesehen sagen, 2013. Und hat auch selbst eben ein Buch in deutscher Sprache zu Xinjiang veröffentlicht. Und insofern war ja natürlich der Sprecher meiner Wahl und meiner Präferenz für diese Veranstaltung. Insofern ja, begrüße ich Björn Alpermann und übergebe genau in 2 Sekunden noch genau Instruktionen. Viele von Ihnen wissen das ja, wir haben immer erst den Vortrag und danach habe ich dann so ein bisschen Dialog mit dem Sprecher, beziehungsweise der Sprecherin, je nachdem, wer gerade da ist. Und danach haben wir dann quasi die Fragen für alle. Sie können Fragen in den Chat reinschreiben, Sie können das Handsymbol nehmen. Und dann haben wir quasi, nachdem ich meine Fragen gestellt habe, haben wir dann eine Diskussionsrunde für alle. So, genau. Das ist ungefähr der Aufbau dieser Veranstaltung heute. Und ja, jetzt begrüße ich Björn Alpermann und ich übergebe an Björn Alpermann. Ja, herzlichen Dank. Ich werde erstmal meinen Bildschirm teilen. Ups. So, hier ist der Start. Herzlichen Dank für die Einladung an Frau Hennig und die anderen Organisatoren. Ich freue mich, dass ich hier heute Abend zu Ihnen sprechen darf. Und wie wir gleich sehen werden, ist natürlich auch die Frage Xinjiangs ganz besonders aktuell in Bezug auf die Olympischen Spiele. Gestatten Sie mir vorneweg noch kurz kleine Werbung in eigener Sache, eben schon genannt. Das Buch, das ich letztes Jahr veröffentlicht habe, das ist als Open Access erschienen. Das heißt, Sie können das frei im Internet runterladen, wenn Sie auf die Seite von Würzburg University Press gehen. Jetzt aber zu der Olympiade, den gerade laufenden Winterspielen. Da haben wir nochmal gesehen, wie eben Xinjiang in ganz besonderer Weise von China auch zentral gesetzt wird in der Darstellung. Bei der Eröffnungsfeier durfte eine uigurische Langläuferin, Dilnigar Eilhanjan, zusammen mit einer Teamkollegin das olympische Feuer entzünden. China hat also diese Gelegenheit der Eröffnungsfeier nicht nur genutzt, um sich als multiethnische Nation darzustellen, in der alle 56 anerkannten Ethnien gemeinsam friedlich, harmonisch zusammenleben, wie das bei solchen Großereignissen ohnehin immer inszeniert wird, sondern die uigurische Minderheit wurde eben ganz besonders ins Zentrum gerückt, um eben zu demonstrieren, wie stark, wie man sich eben über diese Angriffe aus dem Westen, ja insbesondere aus den USA und Europa, aus Nordamerika und Europa, zur Wehr setzt. Was ich heute mit Ihnen machen möchte, ist zunächst mal relativ kurz über Chinas Medien und die Globalisierung zu sprechen. Ich denke, da werden Sie auch in den letzten Sitzungen schon einiges dazu gehört haben. Und dann möchte ich eine Studie vorstellen, die ich gemeinsam mit einem Co-Autor, einem Doktoranden von mir, geschrieben habe. Dazu werde ich erstmal auf die Methodik und die Daten eingehen. Und dann habe ich zwei analytische Teile, eine quantitative Inhaltsanalyse, in der wir das Material so aufschlüsseln, und dann eine qualitative Diskursanalyse, wo wir verstärkt in die Tiefe gehen. Und am Ende möchte ich dann ein Fazit und Ausblick auf das ganze Thema Xinjiang und Chinas Außendarstellung in den Medien dann geben. Gut, also zum ersten Programmpunkt Chinas Medien und Globalisierung. Wie gesagt, ich gehe davon aus, dass Sie schon einiges dazu gehört haben. Chinas Regierung geht davon aus, dass es ihr an einer internationalen Diskurs macht, Huayuquan, noch gebricht, dass sie also einen Mangel daran hat. Und deswegen wurde eben schon vor einigen Jahren, bereits 2014, beschlossen, dass man als Gegenmaßnahme dazu Chinas Geschichte besser erzählen muss, also dass man besser die Medien einbinden muss und auch über neue Wege beschreiten muss, um eben die Story des erfolgreichen Chinas besser unter die Leute zu bringen. Xi Jinping hat das 2014 so auf den Punkt gebracht, ich zitiere: China should be portrayed as a civilized country featuring a rich history, ethnic unity and cultural diversity and as an eastern power with good government, a developed economy, cultural prosperity, national unity and a beautiful scenery. Also hübsche Bilder gehören auch mit dazu.
Und um das dann noch besser umzusetzen, wurde dann als ein wichtiger Schritt Ende 2016 China Global Television Network oder CGTN gegründet, also eine Bündelung der Außendarstellung mit mehreren ausländischsprachigen, fremdsprachigen Sendern, die rund um die Welt Chinas Message eben unter die Leute bringen sollen. Jetzt zu unserer Studie im eigentlichen Sinne. Wir haben uns mit zwei Fragestellungen beschäftigt. Das erste ist bezogen auf Xinjiang. Wie werden bestimmte Aspekte der offiziellen Diskurse eingesetzt, um spezifischen Anschuldigungen zu begegnen? Also wir haben ja eine ganze Latte, ganze Bandbreite an verschiedenen Themen, verschiedenen Anschuldigungen, denen sich China ausgesetzt sieht. Und wie wird darauf reagiert? Und die zweite Frage, der wir uns widmen, ist, wie entwickeln sich Formate und Formen der Auslandspropaganda? Also welche neuen Schritte werden unternommen, welche neuen Medienstrategien werden angewandt, um dem Ganzen noch mehr Nachdruck zu verleihen, in dem Sinne von Xi Jinping, wie ich das eben zitiert habe. Unser Untersuchungsfeld haben wir so eingegrenzt, dass wir uns auf englischsprachige YouTube-Videos begrenzt haben, also Videos, die von chinesischen Staatsmedien auf YouTube hochgeladen werden, zum Thema Xinjiang. Also da sind wir händisch sozusagen die gesamten Listen durchgegangen von veröffentlichten Videos von zwei verschiedenen Staatssendern. Einmal das schon genannte CGTN, China Global Television Network, der englische Sender, und New China TV, ein etwas kleinerer Sender, der uns aber so als Vergleichsfall ganz gut geeignet erschien. Und der Zeitraum, den die Studie bislang abdeckt, wir wollen es noch für 2020 komplementieren, ist Januar 2018 bis einschließlich September 2020. Im Fazit und Ausblick werde ich dann noch auf die weiteren Entwicklungen 2021 eingehen. Die Daten haben dann ein Sample ergeben von 570 Videos mit einer Gesamtspielzeit von über 75 Stunden. Das ist also eine ganze Menge Analysematerial gewesen. Und wir haben die Analyse in zwei Schritten gemacht. Eben einmal ein offenes Codieren. Das heißt, die Autoren haben separat die Videos, etwa 50% des Materials, angeschaut und selber Codes vergeben. Danach haben wir zusammengesetzt, haben die Codes verglichen und standardisiert. Anschließend das restliche Material genauso kodiert, also erst einzeln und dann einen intersubjektiven Abgleich zwischen den beiden Autoren hergestellt. Das ist die Basis für die quantitative Inhaltsanalyse. Und des Weiteren haben wir Memos über die Inhalte der einzelnen Videos geschrieben und die sind dann unsere Basis für die inhaltliche, für die qualitative Diskursanalyse. Und um das Ganze abzugleichen mit den offiziellen Diskursen, die von der chinesischen Regierung über andere Kanäle auch propagiert werden, haben wir noch alle Weißbücher der chinesischen Regierung, das waren 11 Stück zu Xinjiang allein seit 2002, mittlerweile sind weitere erschienen, uns angeschaut. Das ist sozusagen die offizielle Linie der Regierung zu all diesen Fragen bezüglich Xinjiang, und da können wir eben dann vergleichen, inwiefern tauchen dieselben Ideen, dieselben Gedanken, dieselben Argumentationsmuster dann auch in den entsprechenden Videos auf. Und auch, wie ist der zeitliche Zusammenhang zwischen den Weißbüchern und Veränderungen in der Argumentationsstruktur in den YouTube-Videos. Und letzter Chart zu der Methodik. Und den Daten, wenn wir das die einzelnen Videos jetzt also nach Länge uns anschauen, dann sehen Sie, dass wir, dass der allergrößte Teil dieser vielen 570 Videos eben in dem Bereich 1 Minute, 2 Minuten, 3 Minuten sowas sich bewegt. Das sind also vergleichsweise kurze Videos, die den Großteil ausmachen. Wir haben hinten raus auch ein paar sehr lange. Das sind aber eher Livestreams, auf die gehe ich nachher nochmal ein. Warum sind die kurzen Videos so beliebt? Das wird in der chinesischen Diskussion, die wir uns auch angeschaut haben, unter Medienexperten und Medienpraktikern in der Regel als effektiver angesehen, weil bei diesen kurzen Videos die Chance höher ist, dass es entsprechend weiter verbreitet wird, dass die Videos nochmal geteilt werden über die sozialen Medien, und dadurch soll eine stärkere Verbreitung der Inhalte erreicht werden.
So, das war jetzt, waren die Präliminarien. Jetzt kommen wir zur eigentlichen Analyse und da eben der erste Teil, die quantitative Inhaltsanalyse. Und da sehen Sie zunächst einmal die Zeitachse, in der wir uns das Ganze angeschaut haben, gestaffelt jetzt eben nach der Länge der Videos. Wir beginnen 2018, obwohl die Verschärfung der Situation in Xinjiang eigentlich 2017 schon eingesetzt hat mit dem Bau der sogenannten Umerziehungslager. Aber eigentlich hat sich China bis zum Oktober 2018 geweigert, die Existenz dieser Lager überhaupt anzuerkennen. Und deswegen gab es bis dahin auch relativ wenig Berichte zu Xinjiang, weil es eben auch quasi eine Strategie des Totschweigens war. Und danach gehen dann diese Berichte allmählich los. Ein erster größerer Ausschlag ist dann Anfang 2019. Das war zugleich mit dem ersten offiziellen Weißbuch, das eben vom Informationsamt des Staatsrates, also quasi direkt von der Zentralregierung, veröffentlicht wurde im März. Und dann folgten in dem hier vorliegenden Untersuchungszeitraum noch zwei weitere Weißbücher, nämlich im Juli und im August 2019. Und wir sehen dann eine Spitze wirklich hier im Dezember 2019. Und zwar war das genau zeitgleich und auch im inhaltlichen Zusammenhang mit Verhandlungen im US-Kongress über ein Menschenrechtsgesetz über die Uiguren, auch im Zusammenhang mit den sogenannten Leaks, China Cables und Xinjiang Papers, die in diesem Zeitraum veröffentlicht wurden. Und gegenüber diesen neuerlichen Anschuldigungen und auch gegenüber dem legislativen Prozess im US-Kongress hat man eben versucht, Stellung zu beziehen von Seite der chinesischen Staatsmedien. Und eine weitere Spitze haben wir dann hier im Juli 2020. Das war dann der Zeitpunkt, als dieses Gesetz dann endgültig in einer harmonisierten Fassung vom US-Kongress verabschiedet und schließlich von US-Präsident Trump dann auch unterzeichnet wurde. Und wiederum wurde dagegen dann sehr stark von chinesischer Seite agitiert. Und im Hochspätsommer und in den Herbst hinein sehen wir dann ein fast schon durch die Decke schießen der neu veröffentlichten Videos. Das war dann vor dem Hintergrund der ersten wirklich gravierenden US-Sanktionen in Bezug auf Xinjiang. Und wir sehen im September 2020, also im letzten Monat, den wir hier untersucht haben, da allein wurden 195 Videos veröffentlicht, die zusammen also eine unglaubliche Länge von 397 Stunden erreicht haben, weil das sehr viele Livestreams waren, wo einfach nur durch Xinjiang durchgefahren wurde mit Überlandfahrzeugen. Diese ganz, ganz langen Livestreams haben wir dann aus der Analyse ausgeschlossen, weil die sehr inhaltsarm waren und haben das dann reduziert auf 145 Videos mit insgesamt 22 Stunden Länge für diesen einen Monat. Das war schon sehr beachtlich noch. Also im Fazit kann man jetzt, wenn man die Zeitachse sich anguckt, ganz klar bestimmte Episoden der Auseinandersetzung, also Episodes of Contention würde man auf Englisch sagen, erkennen, herausarbeiten, wo eben die Anschuldigungen besonders scharf wurden und umgekehrt die chinesische Seite mit besonders viel Videomaterial dann reagiert hat. So, wir haben das Ganze, wie gesagt, offen kodiert und erstmal grobe Kategorien gebildet, die dann wiederum inhaltlich nochmal weiter aufgeschlüsselt sind. Was Sie hier sehen, ist sozusagen nur der obere Level, der aggregierte Level der Überkategorien. Und ich beginne mal, das im Einzelnen vorzustellen. Wir haben das einmal hier nach Häufigkeit der Videos und die nächste Chart zeigt es Ihnen dann auch nach der Länge der Videos insgesamt für die einzelnen Kategorien und das differiert ein bisschen. Das sind also zwei verschiedene Betrachtungsweisen. Das Entwicklungsnarrativ, hier grün dargestellt, Development Narrative, nimmt mit 35% der Film, aber nur 12% der Zeit einen sehr großen Bestandteil des Materials ein. Da haben wir eben vor allen Dingen kurze Clips, deswegen sinkt der Anteil an der Zeitvolumen dann eben auch.
Über die Inhalte werde ich Sie später noch ein bisschen ausführlicher informieren. Es geht um Infrastruktur, es geht um Landwirtschaft und es geht vor allen Dingen auch, das macht 50% dieser Kategorie aus, um sogenannte persönliche Entwicklungsgeschichten. Und die sind so interessant, dass ich da nachher nochmal sehr viel ausführlicher drauf eingehen möchte. Kultur macht 18% der Filme aus, aber 42% der Zeit, also deutlich längere Berichte. Da sind eben auch schon viele Livestreams drin, die sowohl lang als auch weilig sind. Die haben allerdings die Besonderheit, dass sie etwas anders daherkommen, also nicht als fertige Produktion so, sondern als eher user-generated content-artig. Also die haben so ein bisschen von der Hand gefilmt, mit dem Handy gefilmt, so einen etwas selbstgemachten Touch. Und das soll eben, und das wird auch genauso diskutiert in der chinesischen Literatur, authentischer wirken und dadurch Vertrauen bei den Zuschauern generieren. Da geht es um Themen wie zum Beispiel Tourismus und Reisen, um ethnische Kultur und städtische Kultur, was ich auch nachher nochmal im Einzelnen ausführen werde. Mit 14% macht Natur auch einen erheblichen Teil aus. 14% der Filme, 15% der Zeit. Ich wechsle jetzt mal eben zu der anderen Ansicht, wo Sie eben die Länge dann sehen. Die Naturfilme sind, das sind eben genau diese hübschen Bilder, die Xi Jinping gefordert hat. Countering Criticism oder Zurückweisen von Kritik macht eben 13% der Zeit aus und 15% der Filme, also sind auch zum Teil kürzere dabei. Das haben wir nochmal unterteilt in Rebuttals, die meist von offiziellen Stellen kommen, wo also bestimmte Vorwürfe ganz direkt vom Podium sozusagen bei einer Pressekonferenz beispielsweise zurückgewiesen werden. Dann haben wir Endorsements, das sind ausländische Experten oder zumindest wird den Expertenstatus zugeschrieben, die eben die Vorwürfe gegen China stellvertretend für China zurückweisen. Da kommt insbesondere den Experten aus muslimischen Ländern eine besonders wichtige Rolle zu. Aber der größte Anteil innerhalb dieser Kategorie ist das sogenannte Myth-Busting, also wo eben versucht wird, den ausländischen Medien und denjenigen, die Kritik an China äußern, Falschaussagen nachzuweisen. Das Terror-Narrativ, hier rot eingezeichnet, mit 7% der Videos, aber 10% der Zeit, auch relativ wichtig. Auch darauf gehe ich nachher nochmal in größerer Ausführlichkeit ein. Die anderen Kategorien wie Hintergrundpolitikverstärker, also Policy Amplifier, sind nicht so wichtig, weil die im Prinzip nur dieselben Inhalte nochmal wiedergeben, die schon woanders drinstecken. Das ist im Prinzip wie ein Endorsement, nur dass wir gesagt haben, Endorsement sind die, die vom Ausland kommen und die Politikverstärker sind eben chinesische Quellen. Wenn man sich das jetzt im Zeitverlauf anguckt, wie sich die einzelnen Kategorien dargestellt haben über diese betrachtete Zeit hinweg, dann sieht das so aus, wobei wir jetzt 2018 rauslassen, weil da eben noch nicht so viel passiert ist und dann ist es auch in der Darstellung etwas besser zu erkennen. Was uns ins Auge gestochen ist, insbesondere ist, dass das Terror-Narrativ hier jetzt grün dargestellt, eigentlich nur in diesen Hochzeiten der Auseinandersetzung besonders hervorgekehrt wird. Also im Dezember 2019 haben wir hier einen ganz großen grünen Balken und dann auch nochmal einen vergleichsweise großen Balken im Juni 2020. Und danach wird aber eigentlich dieses negative Framing, dass China sich hier gegen Terror und Gewalt wehren und Extremismus wehren muss, von einer Flut von positiven Darstellungen, also über Kultur, über Entwicklung und so weiter, hinweggeschwemmt. Und es wird im Prinzip versucht, eben diese Other News, von denen wir auch im Titel gesprochen haben, in den Vordergrund zu rücken, um eben den Begriff Xinjiang ganz anders und neu zu konnotieren. Ich komme zur qualitativen Diskursanalyse, wo wir uns eben angeschaut haben, wie diese einzelnen Narrative konkret funktionieren. Und hier komme ich jetzt erstmal zum Entwicklungsnarrativ. Das ist
wirklich omnipräsent, das finden wir überall. Das ist auch im Prinzip das Älteste und am wenigsten Überraschende. Das finden Sie auch in sämtlichen Weißbüchern zu Xinjiang. Und wie das funktioniert, ist, dass es in der Regel eben ein lineares Fortschrittsdenken ist, das da zum Vorschein kommt. Das heißt, es werden häufig sehr lange Zeiträume miteinander verglichen. 1950 war es so, 2020 oder 2019 ist es so. Und dann wird eben so ein direkter Vergleich, eine direkte Gegenüberstellung von Daten beispielsweise vorgenommen. So sind in aller Regel auch die Weißbücher aufgebaut, um eben zu zeigen, es ist alles im Prinzip immer nur besser geworden. Und dieses Denken lässt sich auf wirklich alle Bereiche runterbrechen dann. Und was halt interessant ist, ist, dass eben immer nur diese langen Zeiträume miteinander verglichen werden und damit sozusagen suggeriert wird, die Entwicklung wäre wirklich kontinuierlich gewesen. Alle Brüche, Irrungen und Wirrungen, die die Politik ja tatsächlich genommen hat, das ganze Hin und Her, wird dabei geglättet in der Darstellung oder einfach ausgeblendet. Inhaltlich haben wir eben diese Bereiche Infrastruktur, Armutsbeseitigung und was wir dann eben persönliche Entwicklungsstories genannt haben. Infrastruktur, das sind dann eben großartige Bauwerke, Brücken, Infrastruktur. Armutsbeseitigung ist natürlich ein ganz wichtiges Thema, weil Xi Jinping sich persönlich darauf auch so festgelegt hat, dass er eben die absolute Armut beseitigen möchte. Und gerade der Süden Xinjiangs ist eben eine Region, in der das noch besonders stark verwurzelt ist. Aber am interessantesten aus unserer Perspektive sind wirklich diese persönlichen Entwicklungsgeschichten, weil die sehr innovativ funktionieren. Da gibt es dann so kleinere Serien von zusammen oder ähnlich aufgebauten Stories, wie zum Beispiel Xinjiang My Home oder A Rare Look into Xinjiang, in denen jeweils ein persönlicher Blick aufgebaut wird. Also wir nennen das auch ein Mikroframe, eine Mikrorahmung der Geschichte. Das heißt, im Fokus steht ein individuelles Leben oder eine Familie. Es wird gezeigt, wie beispielsweise erfolgreiche Kleinunternehmer unter Uiguren oder in Xinjiang allgemein sich ihr Leben umkrempeln, in die eigene Hand nehmen, wie Wanderarbeiter, die in den Osten Xinjiangs gehen, dort glücklich werden und Geld sparen können, um dann heiraten zu können. Es werden glückliche Familien, die irgendwelche Schwierigkeiten überwunden haben, gezeigt. Also es ist häufig auch so ein richtiger Entwicklungsbogen mit drin, mit einer Herausforderung, die irgendwie gemeistert wird. Und es ist ganz auffällig, dass im Prinzip in jeder dieser Mini-Geschichten immer ein, zwei bestimmte Werte hervorgekehrt werden, die im Prinzip Werte der Mainstream-Gesellschaft sind, wie eben harte Arbeit, Familienbande, Vorwärtskommen, Aufsteigen in der Gesellschaft. Aber eben auch durchaus Werte wie Frauenbefreiung. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt hier. Da wird ein modernes Frauenbild, also das, was der chinesische Staat als modern definiert, gezeigt. Also Frauen, die selber zum Beispiel als Unternehmerin tätig werden. Es wird auch ein bestimmtes Schönheitsideal verkörpert. Häufig sind die befreiten Frauen nämlich auch entweder haben sie eigene Friseursalons oder Schönheitsstudios aufgemacht. Und das Ganze zeigt natürlich auch ihre Abwendung von traditionellen Denken, von sogenannten islamischen Extremismus. Also sie haben den Schleier abgelegt, sie zeigen ihre Schönheit, sie helfen auch anderen Frauen, das zu tun und schön zu werden. Und wie es eine der befragten Damen auf den Punkt gebracht hat, as a woman, I have a right to be pretty. Ja, also das Recht auf Schönheit wird hier sozusagen idealisiert. Es gibt aber auch, und das fanden wir auch sehr interessant, dann andere Frauentypen, die zumindest gelegentlich aufscheinen, als Hausfrau beispielsweise. Das haben wir in direktem Zusammenhang gesehen mit Vorwürfen von Zwangsarbeit, die genau zu dem Zeitpunkt nämlich lanciert wurden von US-amerikanischen Quellen und auch anderen. Und dagegen wurde dann sozusagen auch flexibel darauf reagiert, indem man dann eben Frauenbilder gezeigt hat, die eben zu Hause geblieben, über die Frauen zu Hause bleiben und eben nicht arbeiten gehen müssen.
Diese Mikroframes und diese Mikrogeschichten haben dann interessanterweise auch Eingang gefunden in die Darstellungsweise der jüngsten Weißbücher, also derjenigen, die wir noch im Sample mit drin hatten. Da werden dann eben auch solche Minigeschichten reingenommen, um dieses ewige trockene Herunterrattern von Statistiken, wie die Weißbücher ansonsten aufgebaut waren, zu durchbrechen und auch auf der Ebene sozusagen eine direktere, persönlichere und auch emotionalere Ansprache zu schaffen. Also diese Mikro-Stories sollen authentisch wirken, sie sollen beim Publikum emotional ankommen und das Publikum entsprechend auch mitnehmen, damit es diese Botschaft auch kauft. Kultur und Geschichte ist die nächste große Kategorie. Da haben wir zum einen Bilder moderner Urbanität, beispielsweise uigurische Hip-Hop-Künstler oder Breakdancer oder auch einfach Shopping-Malls, die so ein bisschen urbanes Leben einfach mitten in Xinjiang zeigen sollen und zeigen sollen, dass Xinjiang ja gar nicht so anders ist als der Rest Chinas und dass auch die Menschen dort im Prinzip ähnlichen Dingen entgegenstreben, also ähnliche materielle Kultur pflegen. Wir haben aber auch natürlich einen ganz großen Anteil ethnischer Kultur, die hier dargestellt wird. Und da scheint zum einen das durch, was Luisa Schein interner Orientalismus genannt hat, das heißt, dass Darstellungen der ethnischen Kultur immer auch so ein bisschen exotisierend sind oder teilweise eben auch herablassend oder zumindest paternalistisch, die als etwas rückständig darstellen. Und zum anderen haben wir diesen Aspekt des Multikulturalismus, der Multiethnizität und Multireligiosität. Das sind so drei zusammenhängende Konzepte, die immer stark betont werden. Egal, ob es jetzt inhaltlich um Gesang und Tanz geht, da spielt dieses Vorurteil, das eben in China generell den Minderheiten zugeschrieben wird, dass sie besonders gut in Gesang und Tanz sein sollen, was auch viele Uiguren und Uigurinnen auch tatsächlich zutrifft, eine wichtige Rolle. Da spielen die traditionellen spielt die traditionelle uigurische Musik, wie die 12 Mukam oder Meshrep-Versammlung eine Rolle. Und natürlich auch das Essen, was in China ja immer eine besondere Bedeutung besitzt. Was soll jetzt damit erreicht werden? Also zum einen wird mit dem Herumreiten darauf, dass Xinjiang ja eigentlich eine multikulturelle und multiethnische Region ist und dass auch der Islam nicht ursprünglich und ausschließlich die Religion der dort lebenden Bevölkerung ist, wird der Anspruch der uigurischen Bevölkerung, die indigene Gesellschaft Xinjiangs darzustellen, zurückgewiesen. Also wenn ich behaupte, Xinjiang war schon immer, schon seit Jahrtausenden multikulturell und multiethnisch, dann ist das gleichzeitig ein Statement, dass es eben nicht ein Uyghur Homeland oder etwas in der Art sein kann. Ein anderer Aspekt, und das bezieht sich jetzt eben stark auf diese 12 Mukam und Meshrep, die auch als Teil des immateriellen Kulturerbes auf der UNESCO-Liste, auf der entsprechenden UNESCO-Liste aufgenommen sind. Ein anderer Teil ist dieses Vereinnahmen des kulturellen Erbes, was Svensson und Marx als Heritagization bezeichnet haben. Das ist also ein Prozess, in dem der chinesische Parteistaat die ethnische Tradition für sich einnimmt, sie gleichzeitig auch bereinigt von den Dingen, die als nicht ja, konform mit sozialistischen Kernwerten angesehen werden. Und da das gleichzeitig dann auch noch absichert, indem es eben in gewisser Weise musealisiert wird. Und im UNESCO-Kulturerbe ist das im Prinzip auch schon mit angelegt. Und was eben letzten Endes dargestellt werden soll, ist eine chinesische Nation, die in Einheit, in der Diversität besteht. Also es gibt zwar einerseits 56 verschiedene Ethnien, aber eigentlich sind sie alle zusammengeschweißt wie die sprichwörtlichen Kerne eines Granatapfels, wie Xi Jinping das ausgedrückt hat. Was völlig fehlt in diesen Darstellungen von Kultur und Geschichte ist aber der Islam selbst, der eigentlich ein sehr zentrales Element der uigurischen Kultur darstellt. Und das ist also besonders auffällig, dass der hier quasi
ausgeblendet und damit totgeschwiegen wird. Also, wie gesagt, eine Bereinigung dessen, was als uigurische Kultur repräsentiert werden soll in den offiziellen Staatsmedien. Das wären so typische Bilder aus solchen Videos, also gemeinsam musizierende Uiguren und eben, was niemals fehlen darf, ist eben das Essen hier repräsentiert durch das Naan, also dieses Flachbrot, das Fladenbrot, das eben fast schon ubiquitär in den Videos immer beschworen wird als typisch für die uigurische Küche. Natur und Landschaften ist unsere nächste große Kategorie. Wie gesagt, schöne, wirklich beeindruckende Bilder. Genau das, was Xi Jinping in seinem Ausspruch von 2014 gefordert hat. Also die wirklich atemberaubende Schönheit Xinjiangs wird hier zur Schau gestellt. Vielfach Luftaufnahmen, die von Drohnen offenkundig gemacht worden sind und also blühende Landschaften im Wortsinne zeigen. Wenig Menschen, aber viel Natur. Und damit wird eben auch Werbung gemacht für Xinjiang als Tourismusdestination. Tourismus soll ja auch ausgebaut werden als ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil der Xinjiang-Regionalwirtschaft. Kommen wir zum Terrornarrativ. Ich sehe, dass ich schon ein bisschen über die Zeit komme. Das ist natürlich ganz elementar wichtig, um das Vorgehen Chinas in Xinjiang zu rechtfertigen. China hat, oder CGTN hat hier im Dezember 2019 zwei dieser Dokumentationen, Fighting Terrorism und The Black Hand, herausgebracht, die sehr innovativ sind, aber gleichzeitig eben auch oder deswegen auch mit schockierendem Bildmaterial arbeiten. Von den Anschlägen, von den Terroranschlägen, die in der Region oder auch in anderen Teilen Chinas verübt worden sind. Die stammen häufig aus Überwachungskameras, die vor Ort installiert waren und dann eben zum Beispiel die Explosionen oder Anschläge mit Autos oder Messern aufgenommen haben. Teilweise auch Videomaterial von Einsätzen von Sicherheitskräften. Das sind Dinge, die vorher noch nie irgendwie in China gezeigt wurden, auch nicht im Ausland und mit denen ein gewisser Schockeffekt erzeugt werden sollte beim Publikum, um eben jetzt endlich in dieser internationalen Diskussion die Oberhand zu gewinnen und zu sagen, es gab wirklich ein ganz massives Terrorproblem und das, was China da macht, ist alles nur, um dem endgültig zu begegnen und den Gar auszumachen. Die dritte von diesen Dokumentationen kam dann eben im Juni 2020, also genau eben zu diesen Zeitpunkten, die wir vorhin identifiziert haben, als herausragende Episoden der Auseinandersetzung. Neben diesen schockierenden und wirklich sehr gewaltsamen Bildern gibt es auch viele Interviewsequenzen mit einer ganzen Reihe von unterschiedlichen Perspektiven. Also es werden Opfer oder Angehörige von Opfern interviewt, aber auch Polizisten und sogar gefasste und inzwischen verurteilte Täter kommen dort zu Wort. Und der Zugriff ist eben einer, in dem versucht wird, wirklich durch diese Leute die Erzählung voranzutreiben. Das heißt, es wird weniger direkt belehrt, sondern es soll stärker eben von den beteiligten Personen kommen, soll authentischer sein und emotionalisieren und damit eben die Leute wirklich packen. Aus chinesischer Sicht enttäuschend war, dass das relativ wenig Widerhall erstmal in den internationalen Medien, gerade im Westen, gefunden hat. Das hat zu Enttäuschung geführt, auch zu verbitterten Kommentaren, beispielsweise in der Global Times und auch zu einer Rüge der Außenamtssprecherin Hua Chunying für die ausländischen Journalisten bei einer ihrer regulären Pressekonferenzen. Da hat sie gefragt, wer hat das denn überhaupt gesehen und es hat sich niemand gemeldet und daraufhin hat sie die Journalisten ausgeschimpft, wie eine Klassenlehrerin ihre Schüler schimpfen würde, die die Hausaufgaben nicht gemacht haben. Und diese Sequenz wurde dann auch bei CGTN immer wieder wiederholt, also wie sozusagen doppelzüngig die ausländischen Medien sind, dass sie, wenn dann solche Bilder gezeigt werden, sie noch nicht mal darauf einsteigen, sich noch nicht mal die Mühe machen, sich mit der chinesischen Sicht auseinanderzusetzen.
Daraufhin wurden dann auch eigens Talkshows eingerichtet und gezeigt, beispielsweise hier mit Liu Xin, links unten im Bild. Das ist eine Anchorwoman von CGTN, die auch ihre eigene Show hat, The Point mit Liu Xin, eines der ganz wichtigen Zugpferde des Senders. Und darum, da ging es dann zentral darum, warum werden diese Dinge von den Medien im Westen überhaupt nicht wahrgenommen, sondern so ignoriert. Um diesen Teil jetzt zusammenzufassen, wir haben gesehen, dass YouTube, obwohl es im Inland gesperrt ist natürlich für chinesische Nutzerinnen und Nutzer, von den chinesischen Staatsmedien ganz strategisch genutzt wird, vor allen Dingen, um positive Darstellungen von Xinjiang zu verbreiten und damit eben diese ganze Negativberichterstattung ein Stück weit zu verdrängen. Da geht es um Entwicklung, um Multikulturalität, um Natur und Landschaft und eben um das, worauf die ganze Xinjiang-Politik ausgerichtet ist, nämlich die Schaffung einer säkularen und modernen Gesellschaft, die hier schon mal sozusagen exemplarisch vorgeführt wird. Das Terrornarrativ wird dabei taktisch und in den Hochphasen der Kritik betont, ist aber dennoch natürlich ganz elementar wichtig als grundlegendes Argumentationsmuster für die Rechtfertigung der Xinjiang-Politik. Auch wenn das diese explizite Darstellung von Terror und Gewalt nicht durchgängig so viel Raum einnimmt. Wir haben viele innovative Darstellungsweisen identifizieren können, diese mächtige Bildsprache, aber auch eben modernes Storytelling, diese Mikrorahmung durch die individuelle Perspektive. Und wie ich sagen würde, auch eine gewisse gewagte Darstellung von Gewalt, denn das war durchaus umstritten, ob man diese Szenen von den Anschlägen wirklich zeigen sollte oder ob das nicht irgendwie den Hass innerhalb der han-chinesischen Mehrheitsbevölkerung gegenüber Uiguren unmäßig anstacheln könnte. Also das waren Überlegungen, die in China angestellt wurden unter chinesischen Medienexperten. Und dennoch haben all diese strategischen, aber auch taktischen Anpassungen nicht dazu geführt, dass Chinas Diskursmacht in diesem Teilfeld zumindest international sehr stark angestiegen wäre. Damit komme ich zu meinem Fazit und Ausblick, wo ich nochmal die Entwicklung eben nach dem Ende dieser Studie sozusagen 2021 zusammenfassen will. Schon zu Beginn 2021 wurden die Vorwürfe massiv erweitert, indem eben die scheidende Regierung des US-Präsidenten Trump den Begriff des Genozids dann auch verwendet hat, offiziell. Und andere Parlamente haben sich dem dann angeschlossen und diesen auch benutzt. Und darauf reagiert dann China mit verstärkter Gegenpropaganda. Es gab zum einen eine vierte dieser Terror-Dokumentation, The War in the Shadows, wo dann vor allen Dingen die sogenannten Hintermänner des Extremismus und des Terrors in Xinjiang gezeigt werden sollten. Das sind die sogenannten Liang Mianren, also zweigesichtige Personen, die sich irgendwie im Staatsapparat gehalten haben, eingeschlichen haben, aber in Wirklichkeit hinter dem Rücken versucht haben, den Extremismus zu befördern. Dann gab es eine ganze neue Serie mit Mythbusting, mit Liu Xin in Xinjiang, also die Anchorwoman, die ich gerade schon vorgestellt habe, wurde dann selber nach Xinjiang geschickt, um dort auf der Straße eben Leute zu interviewen, wie glücklich sie sind. Beispielsweise. Und es gab auch dieses Musical Wings of Songs, in dem eine Boygroup, im Prinzip so eine Art All-Xinjiang-Boygroup mit einem han-chinesischen Bandleader und einem Uiguren und einem Kasachen gezeigt werden, ist für meine Begriffe relativ kitschig. Die Musik hat auch gar nichts mit uigurischer oder kasachischer Musik zu tun, sondern ist eher sehr seichte han-chinesische Popmusik. Weitere neuere Entwicklung ist, dass die Strategie, die wir auch vorher schon beobachtet haben, dass nämlich Münder geliehen werden, also ausländische Münder geliehen werden, jetzt auf neuem Niveau fortgesetzt wird. Das bezieht sich zum einen auf Medien, die im internationalen Rahmen eher randständig sind, also nicht Mainstream-Medien, sondern gerade im Gegenteil Anti-Mainstream-Medien, wie zum Beispiel Greyzone, die dann aufgefahren werden als sogenannte Experten, um dann eben den ausländischen Medien
bestimmte Falschaussagen vorzuwerfen oder denen vorzuwerfen, dass sie eben mit doppelten Standards arbeiten. Es werden auch YouTuber mit eingebunden, die zumindest bislang eher unabhängig aufgetreten waren. Wie unabhängig die tatsächlich noch sind, ist stark fraglich. Es gibt manche, wie der hier abgebildete Daniel Dumbrell, die also sehr stark darauf insistieren, dass sie unabhängig sind. Es gibt andere, die zugegeben haben, dass sie zumindest ihre Reisen nach Xinjiang bezahlt waren von der chinesischen Seite und dass sie da auch so ein bisschen Taschengeld sozusagen zum Ausgeben bekommen haben. Wie weitgehend da diese finanziellen Abhängigkeiten sind, ist strittig, aber das wären sozusagen die zwei verschiedenen Sichtweisen. Und die werden eben auch aufgefahren, um eben das normale Leben in Xinjiang zu zeigen, aber natürlich sehr stark begrenzt auf touristische Aspekte und mit einer selektiven Auswahl der Interviewpartner, die sie zu sehen bekommen. Das heißt, wir müssen zusammenfassen, auch letztes Jahr und in 2022 hinein dauert dieser Kampf um die Deutungshoheit, was in Xinjiang passiert, weiter an. Ich würde sagen, dass von der Wirkungsweise her diese chinesischen Staatsmedien zumindest in den USA und in Westeuropa bislang wenig erfolgreich sind. Es gibt immer natürlich Ausnahmen. Es gibt auch bei uns natürlich auch eine steigende Zahl von Leuten, gerade auch im Zuge dieser Corona-Diskussion, die gegenüber den in Anführungszeichen Mainstream-Medien kritisch gegenüber eingestellt sind und denen grundsätzlich nichts glauben. Und denen kann China vielleicht über diese YouTube-Videos dann auch eine neue Form von Regierungs- oder Medienkritik bieten. Aber das dürften Randerscheinungen sein. In anderen Weltregionen, würde ich dagegen sagen, stehen die Erfolgschancen für China deutlich besser. Gerade auch in den Regionen, die früher selbst von europäischem oder amerikanischen Kolonialismus oder Imperialismus betroffen waren, die also grundsätzlich schon eher kritisch vielleicht eingestellt sind gegenüber westlichen Angriffen in Richtung Menschenrechtsverletzungen und so weiter. Da verfängt diese Darstellung der chinesischen Staatsmedien wahrscheinlich deutlich besser. Damit komme ich zum Ende. Der Bogen schließt sich und wir sind wieder bei den Olympischen Spielen angekommen und ich freue mich jetzt auf die Diskussion. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, Björn. Ja, ich habe da erstmal nochmal so ein paar Kommentare von meiner Seite, weil ich auch zum Beispiel, ich fand das, was ich interessant fand, war eben dann doch, oder was ich eigentlich ja, sehr traurig finde, ist ja, dass die uigurische Kultur dann irgendwie auf, sagen wir mal so, Gesang und Essen, ja, irgendwie so auf so Entertainment-Kategorien runtergestuft wird. Und ich weiß nicht, ob das damals auch erlebt, als ich gereist bin, also ich war ja nicht in Xinjiang, aber ich war halt in anderen, also autonomen Regionen in China unterwegs, wo die Miao zum Beispiel leben und auch dort war das ähnlich. Also da wurden dann irgendwie Tänze aufgeführt und so weiter und die wurden auch, also sie waren quasi wie nach dem Stundenplan getaktet, weil dann kam halt wieder der nächste chinesische Tourbus an und die chinesischen Touristen wollten natürlich gerne unterhalten werden und man hatte das Gefühl, das ist halt irgendwie so aufgesetzt. Dann haben die natürlich alle wunderschöne Kostüme getragen, aber man hat sich halt also als normaler Ausländer, der das eben mit betrachtet, schon gefragt, irgendwie wo ist denn da jetzt zum Beispiel auch die Authentizität? Ja, das war so ein Ding, was mir noch dazu eingefallen ist zum Thema, wie eben Kultur im ja, seitens der chinesischen Regierung in China so dargestellt wird. Das Zweite, was ich auch bemerkenswert fand, war, was man ja auch in deinem Paper lesen konnte, war, dass die Sache, dass selbst sowas wie White Papers, ja, die von der Regierung kommen, auf einmal ja, rhetorische Mittel an sich ziehen, wie diese eben sehr individuelle Darstellung von Leuten, ja, so emotionale Ansprache. Ich finde, das ist eine extrem interessante, aber gleichzeitig auch sehr bedenkliche Entwicklung, dass man versucht, in, ja, sag ich mal, in ganz normalen Regierungsdokumenten, die ja normalerweise vielleicht einen Anspruch haben sollten, vielleicht neutral, also neutral in Anführungszeichen natürlich, aber ja, die natürlich eher so eine technokratische Sprache haben, auf einmal auf so eine emotionale Ebene irgendwie wechseln, um eben auch Leute einzufangen sozusagen. Ja, das fand ich beachtlich, dass das dann eben nicht nur in den Medien so ist, sondern eben auch in solchen Dokumenten zu finden ist. Und ja, zum Dritten, dazu fällt mir nur ein böser Begriff ein, zu diesem ausländischen Münder irgendwie da mit reinzuholen. Ich meine, ich weiß nicht mehr, wer den Begriff geprägt hat, aber irgendwann zirkulierte er ja auch als Useful Idiots. Ich weiß nicht mehr, von wem der kam, aber in diese Kategorie fallen ja dann auch diese Ausländer, die dann, sage ich mal, relativ sehr unkritisch dann einfach oder im Gegensatz zu jeglicher Kritik dann einfach ein sehr, sehr positives China-Bild in den Medien vermitteln sollen.
Genau, aber ich komme jetzt mal zu meinen Fragen. Und zwar, es gibt so einen ganz interessanten Begriff und ich habe mir gedacht, vielleicht wollen wir darüber heute nochmal sprechen. Der kam jetzt, der kommt in deinem Buch vor. Und zwar ist das der Begriff Suje, der so auch im Zusammenhang von menschlichem Fortschritt und zivilisierter Gesellschaft erwähnt wird. Bei dir im Buch, aber zum Beispiel auch im Buch von Darren Byler, Terror Capitalism, auch ein sehr gutes Buch über Xinjiang. Und da habe ich mir gedacht, vielleicht ist es mal interessant, irgendwie für die Leute hier nochmal zu erklären, was es mit diesem Begriff vielleicht auf sich hat oder grundsätzlich mit diesem Thema menschlicher Fortschritt, zivilisierte Gesellschaft aus der chinesischen Sicht. Und was das quasi auch für die, ja, für die Bevölkerung in Xinjiang heißt in Bezug auf gesellschaftlichen Aufstieg. Ja, gern. Also Suje heißt, wenn man es wörtlich übersetzt, Qualität und ist so in die chinesische Diskussion eigentlich in den 80er Jahren eingeführt worden im Zusammenhang mit der Bevölkerungspolitik. Da ging es um Renkō-Suje, also wirklich die Bevölkerungsqualität, was zum einen wirklich im Sinne von Eugenik gemeint war, also dass man Geburtsdefekte versuchen wollte durch Eingriffe und durch Kontrollen der Schwangerschaft eben zu vermeiden, also so rein im körperlichen Bereich auch, natürlich auch geistige Behinderungen zu vermeiden. Aber dann hat sich das in den 90er Jahren stärker verschoben von der Bedeutung her in Richtung auf eine Qualität, die man auch durch zivilisatorische Selbstschulung sozusagen erwerben kann. Und da knüpft es natürlich an, auch an ganz uralte, auch konfuzianische Vorstellungen der Selbstzivilisation und Selbstkultivierung. Und bedeutet im Prinzip, ja, oder kann alles bedeuten, von formaler Bildung, also höhere Bildungsabschlüsse anzustreben, bis hin zu informellen Dingen, moralische Aspekte. Also die Bedeutungsbreite dieses Suje-Begriffs ist unglaublich hoch und das ist eigentlich, obwohl man sich nicht auf eine ganz knallharte Definition einigen kann in der chinesischen Gesellschaft, ist es so ein Catch-all-Begriff für alles, was positiv besetzt ist sozusagen, ja, im jeweiligen Zusammenhang. Und da wird eben auch in der Diskussion gegenüber Minderheiten angeknüpft, indem eben, das ist dieses eher paternalistische Herabschauende, was ich vorhin angemerkt habe, indem eben gesagt wird, die müssen ihr Suje sozusagen erstmal noch entwickeln und die müssen noch stärker zivilisiert werden. Alessandro Ripa spricht da auch von Curating, also die müssen zusammen so zurechtgestutzt werden und ihre Kultur so zurechtgestutzt werden, dass das, was dann am Ende bei rauskommt, dann wirklich was zivilisatorisch Hochwertiges ist. Und das alles durch staatliche Eingriffe, um sie eben auf ein höheres Entwicklungsniveau zu heben. Und das ist auch das, wo Autoren wie beispielsweise David Tobin dann sagen würden, ja, da kommt eben dieses koloniale Denken im Prinzip auch zum Vorschein, dass ethnische Minderheiten eben noch auf einer niedrigeren Entwicklungsstufe stehen und die Han-Chinesen aufgerufen sind, ihnen da hochzuhelfen. Dasselbe Denken gibt es aber auch beispielsweise innerhalb der Han-Chinesen von Städtern gegenüber der Landbevölkerung. Ja, also es ist wirklich was mehr oder weniger universell anwendbar ist für irgendwelche sozialen Hierarchien. Ja, danke dafür. Ja, ich hatte auch so das Gefühl, ja, der Staat ist dann so der Erlöser für die Rückständigkeit, ne, bestimmter Bevölkerungsgruppen sozusagen. Also ob das jetzt die eigene chinesische Landbevölkerung ist, die ja auch immer da quasi außen vor ist oder ja, also das hat man in Shenzhen, also Shenzhen, als ich dort gelebt habe, ist ja eine recht liberale Stadt, da hat man den Unterschied nicht so sehr stark gemerkt, aber ansonsten ist das schon ein Grundproblem, glaube ich, der ländlichen Bevölkerung, Anerkennung von den Städtern zu finden und das ist auch ein Problem, das ja bis heute quasi auch nicht gelöst ist. Also soziale Anerkennung ist die eine Seite und staatliche Anerkennung durch das Hukou-System, durch das Registrierungssystem nochmal eine andere. Matthias, ich würde dich später dran nehmen, ich habe noch zwei Fragen mehr für Björn. Und genau, was mir auch aufgefallen ist, muss ich sagen, so als in Anführungszeichen ja moderne Frau, ist so, also das, was sie so unter Modernisierung für die Frauen verstehen, das war also schon, also ich fand das ja schon sehr stereotyp, da mit diesem Beauty-Parlor und dann kann sich die Frau da selbstständig machen im Bereich der Schönheit oder so im Friseurwesen und dann habe ich mir gedacht, naja, also so wie die Frau halt auch in China dargestellt wird, China ist halt eine traditionelle Gesellschaft, ja, da hat die Frau sowieso grundsätzlich eine andere Rolle, habe ich mir gedacht, naja, also ob das jetzt so ultimativ fortschrittlich ist, da bin ich mir nicht so ganz sicher. Deswegen wäre jetzt so meine Frage, hast du auch das Gefühl, dass jetzt bei solchen Sachen wie dem Beauty Project da irgendwie auch so gewisse Stereotype
ja, gespielt werden oder auch befördert werden, was die Rolle der Frau in der Gesellschaft beispielsweise ist. Ja, absolut. Also das, da vermengen sich unterschiedliche Dinge. Also das ist zum einen diese, also ich würde zunächst mal sagen, die chinesische Gesellschaft ist eher im Prozess, sich zu retraditionalisieren. Ja, also die war schon mal, was die Stellung der Frau anbelangt, wo ganz anders und ist aber seit etwa 20 Jahren eher dabei, sich da wieder zurückzuentwickeln und konfuzianische Werte eben wieder stärker hervorzuheben und Familienwerte und sowas. Und dafür werden immer Frauen vereinnahmt. Ja, um dann in die Hierarchie eingeordnet zu werden. Und aber ich stimme dir vollkommen zu, das sind sehr stereotype Frauenbilder, die da transportiert werden. Modern sind sie insofern, als halt immer als Kontrastfolie sozusagen die vom Extremismus unterjochte islamische Frau hervorgekehrt wird, die halt gezwungen wird, von ihren männlichen Verwandten den Schleier zu tragen. Also da unterjocht ist, das ist keine freie Entscheidung in der Darstellung der Staatsmedien. Und insofern ist das eine Befreiung, auch dass sie arbeiten gehen darf, dass sie nicht allein zu Hause, nur zu Hause bleiben muss und sich um Heim und Herd und die Kinder kümmern muss. Insofern, das sind sozusagen schon in gewisser Weise auch noch Nachklänge dieser sozialistischen Ideale, dass jeder auch an der Arbeit partizipieren soll. Aber dann kommen auch wieder sehr typische ja, chauvinistische Sachen zum Vorschein, wie eben dieses Project Beauty, was wirklich ganz massiv eben Frauen durch die Schönheit, durch ihre Schönheit definiert. Und ich habe auch dieses Zitat gebracht, We have a right to be pretty. Also das wird quasi so zum Kernwesen, zum Wesensmerkmal der Freiheit für Frauen hochstilisiert, ja? Dass sie sich hübsch anziehen und schminken dürfen. Ja, das ist, also das finde ich schon, also aus Sicht einer modernen Frau Das finde ich ist schon starker auch. Tobak, ja. Ja, schon. Also das Recht, hübsch sein zu können, ist, finde ich schon, also eine ziemliche Reduktion der Frau als solches in der Gesellschaft. Ja. Aber naja, ja, meine letzte Frage. Und zwar, wenn wir uns jetzt so die Mediendarstellung angucken von Xinjiang, hat man ja auch jetzt an deinem Vortrag gut gesehen, dass das schon immer so eine Reaktion war auf etwas. Also hauptsächlich so Sachen, die in den USA passiert sind. Wohingegen ganz am Anfang noch, das ja eher so waren, ja gut, dann hatten die irgendwie ihre White Papers oder die White Books als Report und dann hatten die so ein bisschen so CGTN oder weiß ich nicht, so Berichterstattung drumherum, aber das war noch nicht von außen gesteuert. Und dann irgendwie, ich glaube, ab 2018 hatte man den Eindruck oder 2019, dass das sehr stark von außen einfach, dass einfach nur Reaktionen auf das ist, was außen passiert, also beispielsweise in den USA hauptsächlich. Was glaubst du, hast du irgendeine Idee, wie es mit dieser Art von Berichterstattung weitergeht? Wird die sich zukünftig weiterhin an solchen Ereignissen von außen orientieren oder wird gerade im Gegensatz dazu vielleicht wieder mehr von innen passieren, unabhängig davon, dass man auch nicht mehr vielleicht also als reaktionär, also reagierend quasi wahrgenommen wird, sondern tatsächlich als autonom produzierend, also inhaltsproduzierend sozusagen? Ja, ich glaube, die beiden Stränge, die koexistieren, die werden auch weiter bestehen bleiben. Also zum einen ist das Troubleshooting, ja, also wann immer ein neuer Vorwurf aufploppt, dann reagieren die Medien, indem sie eben direkt darauf bezogene Videos produzieren. Das haben wir gesehen bei den Zwangsarbeitsvorwürfen, das haben wir gesehen bei Vorwürfen hinsichtlich Zwangssterilisation und Geburtenkontrolle. Und bei vielen anderen Themen, ja, dass dann immer direkt darauf dann reagiert wird. Und auch dieses ganze Mythbusting ist natürlich sehr getrieben von den Schlagzeilen, die woanders produziert werden. Und parallel dazu gibt es aber eben auch so diese positive Schiene, wo eben versucht wird, die Errungenschaften des Fortschritts in Xinjiang darzustellen. Und das ist ja schon eher eine aktive Setzung. Also da wird ja schon von der chinesischen Seite her dann werden die Themen ausgesucht, was denn als positiv dargestellt wird und so. Also diese zwei Seiten, die schließen sich nicht unbedingt aus. Das ist halt immer sozusagen situativ, was gerade überwiegt, je nachdem, wie stark China getrieben ist von irgendwelchen neuen Vorwürfen oder eben neuen Maßnahmen wie jetzt dem diplomatischen Boykott der Olympischen Spiele von einigen den USA und einigen Verbündeten. Da muss dann natürlich auch darauf reagiert werden. Ja, das nochmal, danke nochmal für die Klarstellung, dass die eigentlich parallel laufen sozusagen. So, ich würde mich jetzt erstmal first come, first serve, Matthias, um den, ja, du kommst auch noch dran, aber um den Chat kümmern, weil da gab es wirklich Leute, die waren nochmal vorher dran und Ja. würde diese Fragen ganz gerne vorher
Oder ist es so dringend, dass du meinst, du kannst jetzt die Leute im Chat einfach so übergehen? Okay, Nein. gut. Also, dann würde ich nämlich mal mit der Frage anfangen von Herrn Seifried. Und zwar, die steht im Chat, früher haben die Staaten, in denen Olympia stattfand, in Situationen wie zur Zeit, was ich, von dem, was zum Beispiel auch in der Ukraine gerade abgeht, irgendwie sich dazu geäußert, zu politischen Ereignissen quasi oder kontroversen politischen Ereignissen und haben zum olympischen Frieden aufgerufen. Aber von China hört man jetzt diesbezüglich nichts. Wer könnte China auffordern, sowas zu tun oder sich politisch zu positionieren oder ja? Ja, also China reitet jetzt natürlich angesichts des von den USA ausgerufenen Boykotts, der diplomatischen Boykotts der Olympischen Spiele, reitet China jetzt sehr stark darauf herum, dass eben die Olympischen Spiele nicht politisiert werden dürfen. Das hindert sie nicht daran, das selber zu tun, indem sie beispielsweise eben, wie ich schon gesagt habe, diese uigurische Fackelläuferin da einspannen oder auch als einen Fackelläufer einen Offizier der Volksbefreiungsarmee ausgewählt haben, der im vergangenen Sommer noch in die Grenzscharmützel mit Indien verstrickt war, was dann Indien noch dazu geführt hat, auch noch kurz vorher einen diplomatischen Boykott der Spiele auszurufen. Also unterschwellig werden die politischen Spiele natürlich, wenn das war jetzt ein freudscher Versprecher, werden die Spiele natürlich politisiert, die Olympischen, aber ganz offen wollen die chinesischen Gastgeber das nicht aussprechen, weil sie damit natürlich dann nicht mehr den USA vorwerfen könnten, dass sie unbillig da eine politische Aussage mit verknüpfen wollen. Also ich sehe da Peking so ein bisschen in der Zwickmühle. Zweite Frage aus dem Chat von Frau Wonnefli. Wie passt das Terrorbekämpfungsnarrativ zusammen mit dem Hofieren der Taliban, zum Beispiel bei dem Staatsempfang durch Wang Yi im August 2021? Ja, super spannende Frage. Das ist natürlich hochgradig widersprüchlich, dass man die Taliban, die man früher als Beschützer der extremistischen uigurischen Exilorganisation angegriffen hat, jetzt also als neuer Stabilitätsanker für Afghanistan hofiert werden. Es gab sogar vor diesem Treffen schon Kontakte zwischen der chinesischen Regierung und den Taliban, die dazu geführt haben, dass einige uigurische, ja, angebliche Extremisten ausgeliefert wurden nach China. Also China hat da schon länger sozusagen beide Seiten bespielt, die afghanische Regierung und die Taliban. Im Grunde genommen muss man sagen, die chinesische Regierung passt sich da den gegebenen an und den Hinterlassenschaften, die die USA und die westlichen Allianz da hinterlassen haben, also diesen Scherbenhaufen. Einerseits werden die Taliban in Kabul hofiert, andererseits hat China seine Bemühungen, mit Tadschikistan in der Grenzsicherung zusammenzuarbeiten, verstärkt, um eben zu verhindern, dass aus Afghanistan militante Kämpfer zurücksickern können nach Xinjiang rein. Also das heißt, auch damit wird im Prinzip zweigleisig verfahren. Einerseits offizielle Kontakte zu den Taliban, andererseits werden aber auch Vorkehrungen getroffen. Dann hoffe ich mal, dass die Frage von Frau Wonhoeff nie beantwortet ist, aber danke für die ausführliche Antwort. Ich komme mal zur dritten Frage noch, und zwar von Dingnan Wang. Ich glaube, die könnten wir vielleicht sogar beide beantworten. Also sie schreibt, meine Frage bezieht sich auf das bald in Kraft tretende EU-Lieferkettengesetz. Ich habe in den Medien gelesen, dass das Gesetz kein Einfuhrverbot für Produkte aus Zwangsarbeit beinhalten wird. Dies wird von vielen Menschen als enttäuschend empfunden. Was könnte Deutschland tun, um die Menschenrechtsverletzung zu stoppen? Ja, ist eine schwierige Frage. Also der Bereich Zwangsarbeit ist ohnehin einer der, finde ich persönlich, am schwierigsten nachzuweisen ist. Also wo die ja, Beweisführung, dass tatsächlich Produkte in Zwangsarbeit entstanden sind, unglaublich schwierig ist. Ich hatte im vergangenen Sommer die Gelegenheit, eine Anzeige von einer Menschenrechtsorganisation in Berlin, sitzt in Berlin, zu prüfen, bevor die veröffentlicht wurde. Und also ich fand,
Es gibt starke Hinweise darauf, dass in diesen Fällen, wo die Anklage erhoben wurde, Zwangsarbeit oder nicht ganz freiwillige Arbeitsverhältnisse vorliegen. Aber so ein richtig schlüssiger Beweis ist ganz, ganz schwer zu führen von hier aus. Und klar ist, man kann jetzt nicht vor Ort Recherchen machen. Insofern weiß ich nicht, ob diese Lieferkettengesetze da tatsächlich das probate Mittel sind. Die USA haben es jetzt vorgemacht, was sozusagen das Maximale ist, was man machen kann. Im Prinzip eine Beweislastumkehr, nämlich zu sagen, alles, was aus Xinjiang kommt, ist Zwangsarbeit. Und wenn Sie trotzdem was aus Xinjiang verwenden wollen, dann müssen Sie uns beweisen, dass das keine Zwangsarbeit beinhaltet. Ja, und damit ist Handel mit Xinjiang quasi komplett tabu, denn Beweisen, die Nicht-Existenz von Zwangsarbeit beweisen, ist noch schlimmer als, noch schwieriger als die Existenz von Zwangsarbeit zu beweisen. Das geht also quasi gar nicht. Ja? Und das halte ich auch für problematisch, weil damit wird sozusagen die ganze Region unter Kuratel gestellt und gesagt, da kann man jetzt gar nichts mehr mit Xinjiang machen. Ja? Ob damit den Leuten vor Ort wirklich gedient ist, weiß ich nicht. Also da habe ich schon meine Zweifel. Ja, was könnte man tun, um tatsächlich aktiv zu werden in Deutschland? Ja, also ich persönlich hätte mir beispielsweise ein klares Wort zu den Olympischen Spielen gewünscht von der deutschen Politik, also von der Regierung insbesondere. Die hat sich da dann doch letzten Endes drumherum gedrückt. Zuerst wurde ewig auf die europäische Lösung gesetzt und als die dann nicht kam, wurden dann andere Gründe vorgeschoben, warum man nicht nach Peking fahren kann, statt einfach von vornherein zu sagen, wir fahren nicht nach Peking und zwar genau aus diesen Gründen, um Druck aufzubauen. Ja, also das wäre doch eigentlich ein probates Mittel gewesen und recht einfach zu tun, ohne dass man sich jetzt viel damit vergeben hätte. Darauf hat man verzichtet und deswegen denke ich, die deutsche Regierung wird auch weiterhin eher leisere Töne anschlagen, es sei denn, Menschenrechtsaktivisten zwingen sie dazu, deutlicher aufzutreten. Ja, ich würde dazu, glaube ich, Beantwortet auch die Frage so etwa. ich würde die, glaube ich, auch noch ergänzen. Also aus der Sicht der Wirtschaftsethik, ich glaube, das EU-Lieferkettengesetz, also das deutsche Lieferkettengesetz vor allen Dingen, war ja für viele enttäuschend, weil es halt, weil einfach klar war, dass es zu dem Zeitpunkt, als es veröffentlicht wurde, schon verwässert war. Das ist halt auch immer so ein Resultat des Lobbyismus in Deutschland wie auf EU-Level, dass nämlich am Ende noch First-Tier-Supplier, also die nahestehenden Zulieferer quasi nur noch überhaupt in diesen Mechanismus reinfallen. Ich glaube, das war schon ein Thema, was viele Leute enttäuschend fanden. Aber ich glaube, am Ende muss man wahrscheinlich auch einfach irgendwo anfangen, in der Hoffnung, dass man später nachschärfen kann. Also so würde ich zumindest das Lieferkettengesetz jetzt erst einmal einschätzen, dass man später vielleicht nochmal die Möglichkeit hat, nachzuschärfen. Ich finde, was man grundsätzlich bei Menschenrechtsverletzungen tun kann, oder ist halt Aufmerksamkeit dafür zu generieren, wo sie überall herrschen. Und eine Möglichkeit ist natürlich über gut organisierte NGOs, ne? Weil die sind quasi dafür da, Druck zum Beispiel auf Unternehmen auszuüben oder unter Umständen auch auf Regierungen, auf ganze Nationen. Und ich meine, die haben ja quasi immer solche Kampagnen, die eben mehr Aufmerksamkeit kreieren sollen. Das ist ja quasi deren Hauptaufgabe, genau solche Kampagnen in die Welt zu bringen. Insofern können wir eigentlich nur, also sind NGOs in meinen Augen ein wichtiger Spieler in diesem Komplex, egal über welche Menschenrechtsverletzungen wir sprechen, in welchem Land. Und wir haben auch gesehen, dass, also das weiß ich auch aus eigener Forschung, dass Unternehmen dass diesen Druck durchaus ernst nehmen und gegebenenfalls dann auch diesem Druck nachgeben, wenn sie das als großes Reputationsrisiko empfinden. Ja, wenn wir jetzt zum Beispiel die Allianz als Beispiel nehmen, die Allianz, die Top-Sponsor bei den Olympischen Spielen ist, ich habe das Gefühl, da ist der Druck noch nicht groß genug, dass die Allianz meint, sie müsste sich jetzt dazu auch öffentlich positionieren. Das hat sie bis heute leider nicht gemacht. Aber grundsätzlich glaube ich, dass man durch so einen Druck von außen doch einiges, noch bewirken kann. Das wäre jetzt nochmal so ein Input von meiner Seite. So, jetzt kommt die letzte Frage, also die zunächst letzte Frage aus dem Chat und dann kommt Matthias Nienfür endlich dran. weil Paula Schrode war leider immer noch vor Matthias Nienfür. So. Und Paula Schrode fragt, gibt es Daten zum allgemeinen Vertrauen der chinesischen Bevölkerung in staatliche Medien? Insbesondere würde mich interessieren, wie Sie das unter jungen Akademikern einschätzen würden und da wiederum insbesondere auf das Thema Xinjiang. Ja, also Daten jetzt in der Granularität bezogen auf junge Akademiker und Xinjiang habe ich nicht vorliegen. Ist mir auch nicht bekannt, dass es da irgendwelche Erhebungen gibt. Aber es gibt natürlich Daten zum Vertrauen in unterschiedliche Institutionen in China, ne? Das wird immer so abgefragt, die verschiedenen Regierungsbestandteile, verschiedene Regierungsebenen und natürlich auch die Medien.
Die Medien genießen schon ein relativ starkes Vertrauen in China. Also soweit man diesen Umfragen eben trauen kann, wiederum ist das Vertrauen in die öffentlichen Stellen doch relativ groß. Es kommt aber dann doch immer stark aufs entsprechende Thema an. Bei Themen, wo die Bevölkerung selber sehr stark betroffen ist und vielleicht auch eigene Erfahrungen macht, die der offiziellen Mediendarstellung zuwiderlaufen, ist die Skepsis deutlich größer. Und dann gibt es natürlich auch entsprechend viele Diskussionen auf WeChat oder über Weibo und so weiter, die als alternative Informationsquelle dienen können. Also beispielsweise in der Anfangsphase der Corona-Pandemie gab es ein sehr großes Misstrauen gegenüber allem, was an offiziellen Medienberichten darüber produziert wurde. Das wurde aber dann sehr stark runterreguliert durch die Zensur. Und je besser China die Pandemie in den Griff bekommen hat, oder die lokale Epidemie zumindest in den Griff bekommen hat, umso stärker ist das Vertrauen in die Regierung dann auch wieder gewachsen. So mein Bauchgefühl sagt mir, was ich so vom Umgang mit Studierenden und jungen Akademikern sagen kann, dass was Xinjiang anbelangt, das Narrativ oder die Narrative der chinesischen Regierung doch relativ stark geglaubt werden. Ja? Es gab ja mal diesen kurzen Moment, wo offene Diskussionen über so eine Social Media App möglich waren, zwischen Leuten in China und außerhalb Chinas, auch auf Taiwan, wo dann auch über Xinjiang diskutiert wurde. Und meine Kollegin Christine Schill-Kupfer hat sich das genauer angeguckt und kam dann zu dem Ergebnis, oder gab es aber doch auch Zweifler auf der chinesischen Seite, weiß natürlich nicht, wie groß die Zahl ist, aber also es ist jetzt nicht so, als wäre das total die Kontrolle der Medien, wäre das Vertrauen in die Medien total. Aber also es gibt auch Zweifler, aber ich würde sagen, so von meinem Bauchgefühl her, die große Mehrheit ist da schon auf der Seite der Regierung. Und ich glaube, das hat auch so eine Art, ist auch so eine Art Wagenburg-Effekt. Also je stärker der Druck von außen wird, umso mehr rücken die dann auch zusammen und solidarisieren sich eben mit den offiziellen Regierungspositionen, übernehmen die. Danke dafür. Dem habe ich, glaube ich, jetzt, ja, ach so, ja, doch, dem habe ich noch den Einspitzenkommentar hinzuzufügen, dass ich mich manchmal frage, was können wir von Umfragen in einem autokratischen Land grundsätzlich erwarten. Aber genau, ich würde nachher noch mal ein paar weiterführende Links in den Chat Ja. posten. Jetzt Da aber. gibt es aber ganz gute Studien dazu, Alicia. Also Ja, aber ist gar nicht so schlecht. Also man hat das mit experimentellem Design versucht zu erforschen, wie stark da die ja. politischen Verzerrungseffekte sind. Und die sind nicht so gravierend. Also es ist jetzt nicht so, dass man das einfach ignorieren könnte. Ja? Also klar, es gibt immer sozialen Erwünschtheitsbias in solchen Ja. Umfragen, aber der fällt nicht so viel stärker aus in China als anderswo. Also, Also ich, da ist der ja. Stand der Forschung, der Quantiforschung, sage ich jetzt mal, ist eigentlich, grosso modo kann man das schon mit diesen normalen Abstrichen für soziale Erwünschtheit eigentlich übernehmen. Ja. Ja, wenn du da was empfehlen kannst, gerne später per Mail. Was mir nämlich dazu noch einfällt, ist die Studie vom Ash Center, glaube ich. Hieß das Ash Center an der Harvard University. Und was ich ein bisschen bezeichnend fand, ist, das war auch nämlich eine Meinungsumfrage, wie zufrieden das chinesische Volk mit seiner Regierung ist. Und das Paper wurde 2020 veröffentlicht, aber die Daten sind von 2016. Das heißt, man liest diese Studie und wenn man nicht genau hinschaut, denkt man, ah ja, das ist was Aktuelles, aber es geht zurück auf 2016. 2016 dürfen wir nicht vergessen, dass Xi Jinping erst 3 Jahre quasi, es war seine erste Amtszeit, er war erst 3 Jahre quasi politisch aktiv. Und zu dem Zeitpunkt konnte man ja noch nicht so alles absehen. Insofern finde ich, also fand ich das, ich muss sagen, ich fand das so ein bisschen manipulativ, dann zu sagen, okay, 2020, ich weiß nicht, ob das auch irgendwie so, ob dahinter mehr stand, ja, das erst so spät zu veröffentlichen. Aber ja, weil es dann doch irgendwie eine Aktualität suggeriert, die so methodisch nicht vorhanden war. Ja, jetzt kommt endlich Matthias dran, soll ich jetzt da so sprechen, ja. Ja, ich würde vielleicht ganz gleich an das anknüpfen, was du sagst, Björn. Also ich denke schon, so wenn man ins Volk reinhört, und das mache ich ja schon seit 20 Jahren ziemlich intensiv, ist die Unterstützungsrate für die Message, die seit 2012
über Xi Jinping jetzt kommt, relativ hoch, wahrscheinlich höher als uns lieb ist. Ja, also das denke ich schon. Und nicht nur, dass die mir das erzählen, weil ich Ausländer bin, weil ich ja auch in sehr vielen Gruppen mit von vielleicht 300, 400, 500, 600 Unternehmern irgendwann eingestiegen bin. Die haben dann irgendwann total vergessen, dass ich da als Fliege an der Wand mithöre. Und dann kann man ja schon mithören, wie die Stimmung ist in der Gruppe. Ja. Also denke ich schon, dass relativ viel Zustimmung ist. Aber was noch vielleicht für uns interessanter ist, wir hatten bei Think It China diese Reihe, die ich mitgestartet habe vor 10 Jahren, also 10 Jahre lang, 11 Jahre lang in Peking, wo wir übrigens sehr offen über alles Mögliche diskutieren konnten, von Korruption bis zur Rolle von Religion, Islam in China und allem. Also wir hatten da ziemlich viel Möglichkeiten, mitten in China zu diskutieren, was man gar nicht annehmen würde, dass das funktioniert. Und da hatten wir einen Redner, das ist Yen Xuetong. Yen Xuetong ist ein wichtiger International Relations Mensch von der Tsinghua, wichtiger Berater der Regierung. Wird hier gerne als Hawk dargestellt. Wenn man ihn persönlich kennt, redet er ganz anders. Aber das ist üblich, ja, dass die offiziellen Positionen und was die Leute so für sich selber denken, nicht immer das Gleiche ist. Und der hat vor ein paar Wochen, glaube ich 2 Wochen, einen Beitrag geschrieben in den chinesischen Medien, von wegen, dass er sich richtig langsam Sorgen macht, wie hoch die Unterstützung, wie wenig Zustimmung das Ausland auch in China in den jungen Menschen hat. Ja, der macht sich Sorgen darüber, dass die zu sehr sozusagen diesen Narrativ geglaubt haben, dass man jetzt die schon wieder einfangen müsse, dass China sozusagen seine Kompatibilität mit dem Ausland irgendwann einbüßt, wenn die nur noch denken, dass das Ausland so gegen China ist. Ja. Und das zeigt uns an, dass wahrscheinlich, der sagt es ja nicht, weil er irgendwie uns was sagen will. Der hat mit seinen chinesischen Mitwissenschaftlern und den jungen Menschen gesprochen und er macht sich Sorgen, dass eben doch vieles von dem verfängt. Ja, und das ist vielleicht ganz gut zu wissen. Ich wollte vielleicht aber ganz am Anfang nochmal ein bisschen auf diese Kultur eingehen. Ja, weil ihr habt beide davon gesprochen, wie das so oft so ein bisschen lächerlich ist, wie so die Kulturdarstellung und so weiter ist. Es ist vielleicht ganz gut, sich nochmal dran zu erinnern, wie neu das Ganze ist in China. Diese Wiedererfahrung von Kultur, weil sie völlig weg war. Durch die Kulturrevolution, man hat sich sozusagen alles kaputt weggebrannt. Frauen waren in den 50er, 60er Jahren, hatten sich eben so zu kleiden, dass man teilweise zu schlimmsten Zeiten mussten sie so einen Stocktest machen. Ja, also die mussten sich so einen Stock in ihren Blaumann reinstecken und wenn der nicht durchfällt, sprich die Form betont wird, dann gab es Schläge. Ja, also übertragenen Sinne. Das heißt, man wollte wirklich in den 50er, 60er, 70er Jahren vor allem dann wirklich diese Kommodifizierung der Frau extrem zurückfahren. Ja, und jetzt schaut man sich an, wie die neuesten Fernsehserien aus China sind, dann sind wir im Prinzip bei dem gleichen Kommodifizierung der Frau, wie man das in Hollywood hat. Ja, das ist also irre, was sich da bewegt hat. Und deswegen würde ich auch dir noch mal ein bisschen widersprechen, Björn, dass die Retraditionalisierung nicht nur negativ zu sehen ist. Ich habe ja in ganz vielen Unternehmen untersucht, mit den Menschen, die in den Unternehmen arbeiten. Und da waren durchaus eine ganze Menge von gerade Frauen durchaus total interessiert daran, sich eine kulturelle Ressource wie eben das Dizeguai oder solche alten, also traditionellen Wertetexte sozusagen anzueignen, um wieder einen antikonsumistischen Kurs zu finden im Leben. Also das darf man nicht ganz überblicken. Aber das ist ganz bestimmt nicht dieses Platte von wegen, ihr dürft jetzt in den Beauty-Salon oder so. Also das ist schon sehr, sehr einfach. Man kann sich das vielleicht auch mal anschauen, wenn man den Minzu Yuan anschaut. Also der ist vor 25 Jahren, glaube ich, gemacht worden, also Nationalitätenpark. Da hat man so eine Art Disneyland gebaut, mitten neben dem Olympiapark, wo jetzt heute der Olympiapark in Peking ist. Und da wurde für jede der 56 Minoritäten so ein Gebäude hingebaut und dann durften die da tanzen und so. Und man sieht so diesen exotisierenden Blick auf die Frauen. Und es gab in China immer schon so die Vorstellung, dass die Frauen bei den Minderheiten irgendwie zu mehr, ja, sich mehr trauen als diese konfuzianischen verbrämten Frauen, sondern da ist was, da geht was so ungefähr. Und das sieht man schon bei den vier alten, also die vier Schönheiten des Altertums. Da war eine davon, eine aus den Minderheiten dabei. Also es gibt so dieses mitschwingende Motiv, Frauen bei den Minderheiten, ja, da ist sexuell was mehr drin als bei den konfuzianischen Mädchen. Die Frage ist, spielt das, und das wäre die Frage an dich, Björn, spielt das jetzt das sozusagen diese Sexualisierung wieder der han-chinesischen Männer, die ja oft die sind, die sowas schreiben, wieder eine Rolle oder ist das ein Nebenthema? Danke.
Ja, vielen Dank für die Ergänzung auch und für deine Geduld beim Fragen. Also klar, du hast natürlich recht, die Weiblichkeit wurde in der Kulturrevolution unterdrückt, ja, aktiv unterdrückt. Und natürlich ist das erstmal irgendwie positiv zu sehen, wenn Frauen auch Autonomie über ihren Körper und über ihr Leben im weiteren Sinne zurückgewinnen in den letzten Jahren. Allerdings sehe ich es doch ein bisschen schwärzer als du. Also ich denke da eine Studie von Annette Dibner, Miss Perfect, die sich Schönheitsratgeber und überhaupt Frauenratgeberliteratur in China angeguckt hat, sehr intensiv und die diskursanalytisch ausgewertet hat. Und das Frauenbild, das da transportiert wird, jetzt bezogen auf han-chinesische Frauen, ja, so gar nicht Minderheiten, ist schockierend, wirklich. Also Ja, nee, da hast du ja, mich also falsch das ist verstanden. unglaublich chauvinistisch, Nee, das ist ganz was schlimm da sogar. Ja, das wollte ich nicht sagen. das gesagt, ja, fiel mir aber auch gerade noch ein, kurz bevor die Taliban also als der Abzug aus Afghanistan gerade lief, und bevor die Taliban also die Macht in Afghanistan wieder übernommen haben, habe ich in der Süddeutschen Zeitung einen Bericht über die befreiten afghanischen Frauen gelesen. Und wer wurde als Berufsgruppe herausgegriffen? Eine Wedding-Plannerin und eine Besitzerin eines Schönheitssalons. Ja, also es war genau dasselbe im Prinzip, was eben auch in diesen Darstellungen da bei CGTN, in diesen Project Beauty bezogenen Clips zum Vorschein kam. Ja, also das ist uns auch nicht ganz fremd. Ja, zu deiner Frage, zu der sexuellen Verfügbarkeit von Minderheitenfrauen in der Vorstellungswelt zumindest der han-chinesischen Autoren und Autorinnen. Ja, das ist ein ganz heißes Eisen. Darüber habe ich auch in meinem Buch extra ein bisschen was dazu geschrieben, weil das schon seit längerer Zeit eigentlich so ein Topos ist, der beispielsweise in der Musik immer wieder auftaucht, dass eben han-chinesische Sänger beispielsweise so folkloristische Songs rausbringen, die so ein bisschen Minzhu Fengwei haben, ja, so ein bisschen Minderheitenklänge appropriieren und dann so diese Vereinigung von han-chinesischem Mann und Minderheitenfrau textuell irgendwie darstellen. Und das ist natürlich gerade bei den muslimischen Minderheiten extrem schlecht angekommen. Und da gab es schon mehrfach eben in der Vergangenheit so Skandale und Skandälchen, wo eben han-chinesische Sänger dann eben auch angegriffen wurden von uigurischen Kollegen oder auch in der Öffentlichkeit. Und das spielt jetzt eben in dieser Zeit seit 2016, als jetzt diese Securitization eingesetzt hat und diese breit angelegte Umerziehungskampagne eingesetzt hat, auch wieder eine Rolle, dass eben verstärkt Mischehen mit Han-Chinesen propagiert werden. Also das findet sich in akademischen Texten beispielsweise, wo eben gesagt wird, dass die Uiguren so abgeschlossen sind als Ethnie. Die haben die niedrigste Rate von interethnischen Eheschließungen von allen Minderheiten, also in allen ethnischen Gruppen in China. Das ist nicht gut. Das sorgt dafür, dass deren Denken traditionell bleibt. Da sind wir wieder bei dem Suzhou-Begriff, ja, was wir ganz am Anfang hatten. Und das muss aufgebrochen werden und deswegen müssen wir im Prinzip über verschiedene Möglichkeiten Mischehen fördern. Also das ist staatliche Politik, die eben von Akademikern begründet wird, wie das ja häufig so der Fall ist. Und da spielt eben auch in der Propagierung dieser Mischehen, darüber hat Darren Byler beispielsweise geschrieben, eben auch dieser Gedanke eine wichtige Rolle. Die sind ja irgendwie sexuell verfügbarer, was natürlich aus Sicht einer muslimischen Kultur absolut verkehrt ist, ja, aber han-chinesische Blickweisen, wie du es ja gesagt hast, auf die Minderheiten und jetzt egal welche Minderheit, sind da sehr eingefahren, ja. Es ist irgendwie vielleicht ein bisschen schizophren, das Ganze, dass man sozusagen, dass die Han-Ethnie, also im Prinzip alle, ja, 95% sind Han, ja, von 1,5 Milliarden, dass die sozusagen jetzt auf dem, sozusagen eine Erfahrung haben, dass man sozusagen die eigene Kultur wiedererkennt, dass man sie aufwertet, dass man, wenn man sich die ganzen Zhongguomeng, also den China Dream anschaut, dann sind das traditionelle Dorfmotive, Familie, Zusammenhalt und so weiter. Also im Prinzip genau das, was man den Uiguren vorwirft, ja. Also da ist eine gewisse Schizophrenie am Laufen, dass man sozusagen, man will sozusagen wieder zu einer Art dörflichen Harmoniegemeinschaft für die Han-Chinesen zurück, aber irgendwie muss es bei den
Uiguren, wo genau das die Realität war, ja, irgendwie wieder weg. Also es ist irgendwie schon ein bisschen beißt sich das Ganze. Also auf diesen, dass man da sozusagen zwei Maßstäbe ansetzen muss. Die Frage ist, inwieweit sozusagen die junge Chinesentum, sozusagen junge chinesische Beobachter, da eine gewisse, ja, kognitive Dissonanz brauchen, um das zur Deckung zu bringen. Ja. Ich habe noch eine letzte Frage aus dem Chat. Und zwar Stefanie Ilban fragt, sie würde interessieren, inwieweit das in den Filmen vorgestellte Entwicklungsnarrativ ansetzt an eigentlich nachvollziehbaren Fakten, oder geht das eigentlich komplett an der Realität vorbei und entbehrt jeder Grundlage? Und dann ist eben die Frage, ist das eigentlich geschickt gemachte Propaganda? Ja, also das Entwicklungsnarrativ setzt schon an Fakten an. Ja, das basiert auf Faktenbehauptungen zunächst. Man kann natürlich nicht nachprüfen, aber es ist halt, es lässt halt sehr viel weg. Ne? Also es ist halt immer so Aussagen in dem Schema, früher gab es das nicht oder nur bis zu dem Niveau und jetzt gibt es das bis zu dem Niveau. Ja, also platt gesagt, früher gab es in ganz Xinjiang nur so und so viele Schulen und jetzt gibt es so und so viele Schulen und so und so viele Schüler. Ja? Also ein enormer Zuwachs. Und da wird natürlich die ganze Zeitspanne überblendet, sozusagen. Also auch das Hin und Her in der Schulpolitik, oder nehmen wir das Vorhandensein von Moscheen. Ja? Da wird dann natürlich nicht gesagt, dass die Moscheen zwischenzeitlich geschlossen oder in Schweineställe verwandelt wurden in der Kulturrevolution, sondern da wird so getan, eine 50er Jahren waren es ja nur so und so viele pro Kopf, und jetzt haben wir eine viel bessere Quote. Ja? Wird auch nicht gesagt, ob die jetzt zugänglich sind oder ob die verriegelt sind oder ob da mit Gesichtserkennung gecheckt wird, wer zum Freitagsgebet geht. Ja? So, es wird auch nur gesagt, die sind jetzt da. Ja? So gesehen ist es schon ein Faktum, ja? Aber es ist natürlich ein sehr entstellendes Faktum, ja, weil Dinge in Relation gesetzt werden, ohne wirklich zu vergleichen, ja, oder ohne über relevante Parameter hinweg zu vergleichen. Oder um ein anderes Beispiel zu geben, es wird halt beispielsweise gesagt, dass das BIP pro Kopf in Xinjiang hat sich von 2000 bei Beginn der Kampagne Shibuda Kaifa, Entwicklung des Westens, so und so viel auf 2018 oder sowas so und so viel gesteigert. Ja, klar ist es gestiegen. Das BIP ist in ganz China gestiegen und das natürlich auch in Xinjiang. Aber wenn man es jetzt in Relation setzt, das BIP pro Kopf in Xinjiang mit dem BIP pro Kopf in ganz China, dann ist Xinjiang tatsächlich zurückgefallen in diesem Zeitraum, statt aufzuholen, was ja eigentlich das Ziel dieser Entwicklungskampagne war. Ja, also das ist keine... die Daten sind nicht verkehrt, ja, sondern die Art, was mit den Daten gemacht wird, also wie sie zusammengestellt werden, ist halt so, dass es in dieses Entwicklungsnarrativ passt. Ja. Und alle verstörenden Vergleiche werden natürlich ausgeblendet. Ja, Matthias. Um in den irre 80 Stunden Material, das ist ja irre viel, das zu sichten. Also erstmal großes Lob zur methodischen Sauberkeit, wie ihr das gemacht habt. Ganz toll. Ja, also das ist vorbildlich. Macht natürlich die Kritik, wenn man das zerlegen will, sehr schwer, weil man da methodisch erstmal schon mal nicht viel motzen kann. Ja, eine Frage, also Glück, wirklich ganz toll. Meine Frage, kommt irgendwo mal auch was indo-uigurisch vor oder gibt es die Sprache in diesen Videos nicht? Sprechen die alle jetzt ja plötzlich Putonghua? Nee, es sprechen noch nicht alle plötzlich Putonghua. Es gibt natürlich immer noch Landbevölkerung, beispielsweise, wenn die dann interviewt werden oder über ihre Verbesserungen in ihrem Leben sprechen, ist es dann häufig dann schon noch gedolmetscht oder so. Ne? Oder mit Schriftzeichen unterlegt. Und dann ist ja sowieso auf Englisch die Sachen, die wir uns angeguckt haben. Ne? Aber man hört dann eben im Hintergrund, es war originalsprachlich was uigurisch. Ja? Aber man sieht zum Beispiel fast keine Männer mehr mit richtig langen Bärten, also maximal so ein bisschen Stoppelbart oder sowas. Selbst Schnäuzer sind sehr selten, ja. Und verschleierte Frauen oder sowas auch ganz selten nochmal. Also man sieht Veränderungen
so wie der Staat sie sich halt wünscht, ja, die sieht man durchaus. Ja. Und ja, aber es gibt natürlich auch diese krassen Beispiele von Akkulturation. Ja. Also ich hatte jetzt letztens nochmal einen aktuelles Video gesehen, da war dann wirklich alles drin. Da ging es dann um eine junge Uigurin, die nach Ostchina irgendwo hingegangen ist, um in der Fabrik als Wanderarbeiterin Geld zu verdienen, mit so einem regierungsorganisierten Programm, also genau das, wo die Zwangsarbeitsvorwürfe sich festmachen dran. Ganz glücklich eben ist mit ihren, dass sie jetzt eigenes Geld verdienen kann und eben beitragen kann zur Familie. Und die telefoniert dann eben mit der Familie zu Hause und wünscht denen eben ein schönes Mitherbstfest. Ja. Wo man sich fragt, warum ist die Uiguren das Mitherbstfest feiern? Also die sind dann so hanisiert, dass sie selbst das dann schon übernommen haben. Ja, also das ist so das Idealbild, das dann da gezeichnet wird, also einer hanisierten uigurischen Minderheit. Und die reden dann auch miteinander tatsächlich am Telefon chinesisch. Ja, also es ist unglaublich. Ja. So, ich weiß nicht, Matthias, deine Hand ist oben, aber die Frage ist, Frau Alpers, war das eine Hand? Das war eine Hand. Ja, hallo, guten Abend. Ja, also ich wollte auch vom Methodischen her, also allergrößten Respekt und Gratulation für dieses riesige Datenmaterial, was Sie da ausgewertet hatten. Sie hatten ja N einmal 611 und dann beim anderen auch fast 600. Und im quantitativen Bereich haben Sie es uns ja schon gezeigt, aber dann im qualitativen. Wenn wir jetzt mal zur klassischen Inhaltsanalyse gehen, wenn wir die mit einem Interviewpartner machen würden oder von Interviews her, die dann transkripieren, dann würden wir in dem Sinne, dass die Fragen vorher nicht bekannt sind, dann geht es ja um Spontanität. Und bei Ihnen jetzt ist das ja überhaupt nicht der Fall. Da war ja alles inszeniert oder, wie Frau Henning es vorhin gesagt hat, aufgesetzt. Wie sind Sie denn damit umgegangen, also mit diesem Kulturellen, mit diesem Gewollten, mit Ihren Mitarbeitern, die das ausgewertet haben? Wie haben Sie die dafür geschult? Oder wie können Sie uns da noch ein paar Sätze zu sagen? Hm. Also vom Methodischen her, vom Durchführen der Inhaltsanalyse. Weil das ist ja faszinierend, das für einen ganz anderen, fremden Kulturkreis zu machen. Und ist ja sehr herausfordernd. Wie ging das? Ja. Also vielleicht nur noch kurz klarzustellen, also wir haben das Inhaltsanalytische hat sich wirklich auf die quantitative Seite bezogen. Was wir für das Qualitative gemacht haben, war eine Diskursanalyse. Das heißt, wir haben geschaut, welche wiederkehrenden Deutungsmuster beispielsweise oder Argumentationsmuster tauchen auf. Ja? Und das bezieht sich eben dann auch auf die bildliche Darstellung, auf die Darstellung, wie eben bestimmte Darstellungsweisen gewählt werden. Also es geht sozusagen darum, Dinge wiederzuerkennen im Material, die sich immer wiederholen und die werden dann ausgedeutet. Ja? Und da wird dann geguckt, welche Inhalte werden damit transportiert, welche Emotionen sollen auch hervorgerufen werden, wie wird das gemacht, also beispielsweise eben dieses Mikroframing, wie wir das genannt haben, mit den persönlichen Stories oder eben diese Linearität, die immer hinter dem Entwicklungsnarrativ steckt und so weiter. Also das haben wir, da haben wir sozusagen auf die sich wiederkehrenden Elemente uns fokussiert, um das dann auch auszudeuten. Und ja, wie haben wir das gemacht? Also mein Mitarbeiter und ich, wir haben uns eingelesen in Medienanalyse und haben versucht, das eben anzuwenden, so gut wie das können. Wir sind jetzt beide keine Medienwissenschaftler, insofern danke für das Lob, aber also ich weiß auch, wo unsere Grenzen liegen. Ja. Aber uns ging es ja vor allen Dingen auch darum, jetzt in dem Teil wirklich die Masse des Materials mal aufzuschlüsseln und zu sichten. Wir arbeiten oder haben jetzt vor, im nächsten halben Jahr an einem weiteren Paper zu arbeiten, wo wir uns ein bisschen stärker dann wirklich auf bestimmte Typen von Sendungen fokussieren und die dann noch eingehender inhaltlich analysieren und da dann noch mehr auch in die Interpretation dann reingehen. Ja, dann viel Glück dafür und viel Erfolg, weil das ist ja eine riesige Aufgabe, aber sicher was Spannendes, weil es auch was Neues ist. Ja, ich bin aber dann froh, wenn wir nicht mehr alles gleichermaßen angucken müssen. Also es ist schon auch, es war sehr viel auch Wiederholung und sowas natürlich dabei. Ne? Also
Brücke XY versus Eisenbahnstrecke Z. Ja, also da ist sehr viel Repetitives auch dabei natürlich. Toll. Danke. Die letzte Frage geht an. Gibt es neben Matthias Nienfür noch jemanden? Weil dem würde ich dann auch nochmal, der Person würde ich auch nochmal. Noch irgendwelche Fragen? Letzte Chance? Ja, dann geht's wohl an dich, Matthias. Ja, sorry, dass ich das letzte Wort habe. Nein, es wird jemand anders haben. Auf jeden Fall du. Die Frage geht jetzt in die Zukunft. Wenn man solche Maßnahmen macht, dann ist es ja messy. Ja? Also egal, wie krass die jetzt sind und wie sehr es jetzt nachgewiesen sind, wie krass sie sind auf jeden Fall teuer. Sie kosten im Innern sehr viel Erklärungsbedarf. Diese ganze Maschinerie, das zu erklären, kostet alles unheimlich Kraft und Zeit und Geld. Wie siehst du eine Exit-Strategie? Ja? Also wie kann man aus dem Mist da sozusagen wieder rausgehen? Chen Xiongor, der vorher der Mr. Tibet, der Tibet da eingenordet hat im Sinne der Partei, der ist jetzt, hat Xinjiang übernommen, dann ging das los. Vieles von den Maßnahmen, die jetzt zumindest, also die man jetzt so diskutiert. Und jetzt heißt es, der Mann ist abgetreten. Kann sich jetzt was ändern? Kann man versuchen, irgendwie Face-Saving da rauszukommen und irgendwie das so weit zurückzufahren, dass man sagen, Mission accomplished, und Xi Jinping stellt sich so wie George W. Bush auf irgendein Äquivalent von so einem Flugzeugträger und sagt, wir haben es geschafft? Also in gewisser Weise tun sie das ja jetzt schon. Also dass sie eben sagen, wir haben jetzt 4 Jahre lang keine Anschläge mehr gehabt und schaut euch an, was in anderen Weltteilen los ist, wo es immer wieder islamistische Anschläge gibt. Wir haben den Terror besiegt, mehr oder weniger. Sie sagen natürlich auch gleichzeitig, aber das ist ein langfristiger Kampf und wir müssen ihn fortsetzen und innen und außen gibt es noch Feinde und so weiter. Ja? Also es gibt immer so ein Kaviat, was noch angefügt wird, aber im Grunde genommen wird jetzt schon gesagt, also wir haben eigentlich die beste Strategie in der ganzen Welt, zumindest was unsere Bedingungen anbelangt, um eben Terror zu bekämpfen. Und ich würde eigentlich sagen, der Exit hat schon begonnen. Die ganz offensichtlichen Versicherheitlichungen im öffentlichen Raum sind schon ein Stück weit zurückgefahren worden. Also das berichten Leute, die in der Region unterwegs waren, dass eben zwar immer noch viele Überwachungskameras installiert sind, aber so diese Checkpoints sind zurückgefahren worden, wo vorher ja wirklich alle paar hundert Meter man kontrolliert wurde, wenn man halt Uiguren oder Uigure war. Das ist aus dem Straßenbild ein Stück weit verschwunden. Und stattdessen versucht man Xinjiang jetzt eben als Tourismusdestination sehr stark zu entwickeln. Und dann, da stören solche Dinge natürlich auch. Ne? Man will ja, wenn man als Touristin oder Tourist da in der Region unterwegs ist, nicht ständig an die Gefahr des Terrors erinnert werden. Also solche Dinge werden jetzt zurückgefahren. Gleichzeitig bleibt die Überwachung natürlich sehr hoch durch Smartphone-Apps und alles mögliche andere, was es ja auch noch gibt. Eben darüber hat ja auch Darren Beiler geschrieben, was Alicia schon gepostet hat. Das bleibt natürlich erhalten. Ich würde sagen, man weiß ja auch nach wie vor nicht, wie groß das Lagersystem jemals war und wie groß es heute noch ist. Das ist eine ziemliche Blackbox es ist aber ziemlich deutlich geworden in mehreren Studien, dass viele aus den Lagern entweder in Arbeit gebracht wurden, woran sich dann eben immer diese Zwangsarbeitsvorwürfe dann festmachen, oder in Gefängnisse gesteckt wurden. Ja? Also sozusagen, da wurde aussortiert. Die als gefährlich wirklich eingestuft wurden, kamen in richtige Gefängnisse und sind jetzt erstmal weggeschlossen für eine längere Zeit. Die als resozialisierbar in Anführungszeichen eingeordnet wurden, die sollen eben in ja, mehr oder weniger überwachter industrieller Tätigkeit sich jetzt nützlich machen, ja, und ihren Weg zurück in die Gesellschaft finden. Also insofern ist das schon ein Stück weit Exit-Strategie, was da jetzt gemacht wird. Ja, ich glaube, damit kommen wir so langsam zu Ende. Ich muss ja sagen, ich finde das, also dieses Einsortieren von Menschen ist schon sehr traurig für eine Regierung, die sich selbst auch Volkspartei nennt und auch the Party of the People. Ja, da frage ich mich manchmal schon, welche People sind da eigentlich genau gemeint.
Ja, dann kommen wir zum Ende. People, und es gibt die Feinde des Volkes. Ne? Also ja. Das ist ja die Unterscheidung, die DKP trifft. Ja, da gibt es nochmal die spezifischen Unterscheidungen. Genau, People ist ja auch nicht gleich People. Ja, dann danke ich alle für den langen Atem heute und für das Dabeisein. Nächste Woche ist die letzte Veranstaltung mit Mareike Ohlberg dann. Nochmal sehr gespannt. Und ja, ich danke alle für das Kommen und ich freue mich auf Sie nächste Woche. Dankeschön. Vielen Dank nochmal.